Willkommen! My name is Sean Huggins, I'm an American living in Germany, and on this channel, I'm looking to learn all about life in Germany and Europe in general through watching silly videos and stuff on the internet with you guys. So, if you enjoy, consider subscribing. We got new videos every single day. And today's comment of the day comes from... Oh boy, let's see. User ZS6SE7UX5P. Very beautiful name. Is that German? Anyways, they say, keep reacting, Sean. I love your videos. Thank you so much for the kind comment. User-ZS6SE7UX5P. I appreciate that. I spend a lot of time on these videos because I want to learn about Germany and I love making videos, but it's just the icing on top of the cake, as we say in America, when somebody leaves a nice comment saying how much they like the videos. So thank you again. I appreciate it. And let's get into today's reaction. So today we're taking a look at a video from Easy German titled, What Germans Love and Hate About Germany. This should be interesting. If there's two things that I've learned from starting this channel, it's that number one, Germans love being German. They love Germany. They love their country. They love everything about Germany. And number two is that Germans hate everything about Germany. So this should be interesting. I expect that a lot of people are going to say a lot of very nice things about Germany and then a lot of things that they don't like about Germany. And that's Germans. That's the German way. A ton of national pride and then also complaining about everything. And yeah, that's just what it is. So this should be a fun and interesting episode. Let's get into it. Hallo Leute, wir haben heute Besuch bekommen von Hallo. Céline und er kommt aus dem Senegal. Und er ist dort cool. Deutschlehrer und du benutzt auch Easy German im Unterricht. Ja, richtig. Voll cool, das fanden wir so cool. Er ist gerade zu Besuch in Berlin, macht einen Sprachkurs und heute wird er auf der Straße die Menschen fragen. Und was fragst du auf der Straße? Was die Deutschen an Deutschland mögen. Das ist mal eine coole Frage, oder? Wir wollen heute mal wissen, was die Deutschen an ihrem eigenen Land mögen. Los geht's, Céline. Okay. Los geht's! Was mögen Sie an Deutschland? All right. Not great with the mic, but that's fine. Vielleicht die Sprache? Dude, this guy. Oh, man. Dude. Vielleicht die Sprache? As he sips his drink like this, like, yes, the language. Oh, that's great. Familie, Heimat. Viele Sachen. Also, es ist schwer, das auf ein paar Sachen zu reduzieren. Ich mag auf jeden Fall, dass die meisten Deutschen tolerant sind, glaube ich, offen. Und dass zum Beispiel wie in Berlin super bunt ist, dass es ganz viele verschiedene Leute mit verschiedenen Einstellungen aus verschiedenen Ländern gibt. Und ja, generell würde ich sagen, dass Deutschland ein weltoffenes Land ist, in dem man ja, seine Art zu leben ausleben kann und sich verwirklichen kann. Interesting. A very multicultural nation and you can kind of make it what you want. That's a pretty good example, I think, if you das ask me. Das schöne Wetter. Das gute Essen. The schöne Wetter. Yes, Deutschland known for its beautiful weather, of course, yes. Das Straßenleben mag ich an Deutschland sehr gerne. Ich mag, dass viele Leute hier zu Besuch kommen. Ich finde die Sprache okay. Ganz nett. Ich komme aus der Schweiz und da redet man nicht so hübsches Deutsch. Und hier? Oh, he speaks the Switzerland dialect of German, I guess. Interesting. Mm-hmm. Tut man das? Das finde ich nett. Ja. Unter anderem das gute Brot. Das gute Brot. Ja. Dude, that's the best German answer ever. That right there, that's the most German answer ever. The good bread. Oh, dude, that's awesome. Die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache, ja. Gut. Oh, ich mag an Deutschland, was mag ich denn an Deutschland? Dass alles so geregelt ist. Ja. Es ist manchmal schlecht, aber meistens finde ich das ganz gut, dass alles so in seine geordneten Bahnen geht. Und ja, ich mag das Land, ich mag die Kultur, ja. Dass man im Deutschen, in der Sprache, alles sagen kann, weil man alle Wörter miteinander kombinieren kann und immer neue Wörter bilden kann. Got a regular Dr. Seuss here. She likes making up her own words. That's interesting. Pretty cool.
Das mag ich. Dass man freiheits- und weitestgehend friedlich leben kann und auch Sicherheit bekommt, die man in vielen anderen Ländern vielleicht nicht hat. Zum Fast Talker. Und sich einfach seiner selbst irgendwie sicher sein kann und sich über andere Dinge dann Gedanken machen kann halt, die darüber hinausgehen, irgendwie seine Grundbedürfnisse zu decken. Das ist sehr schön und ja, das ist eigentlich ein Punkt. Und das ist, I like those points so far. Es ist halt, wie er sagt, schön, dass es bunt ist und ja, die Leute ihr Leben leben können. Gut. Meine Freunde, ja. Die Tradition, meine Sprache liebe ich sehr. Das Wetter. The weather again. Ja. Also, dass man sich über viele Dinge keine Sorgen machen muss. Dass man in anderen Ländern halt sich drüber Gedanken machen muss. Das müssen wir hier nicht. Deutschland, meine Heimat. Deutschland ist meine Heimat und die liebe ich einfach mal. Deutschland, ja, ist sehr vielfältig. Man kann hier sehr viel unternehmen. Also man hat. Germany is pretty diverse. Got everything from mountains to forest. You even got some beaches. You got a lot of stuff going on. Viel Wasser, Wald. Also es ist schon sehr schön und multikulturell. Also es ist schon sehr vielfältig, sagen wir mal so. Ja, in Deutschland mag ich die Vielseitigkeit unseres Landes. Wir haben sehr viel Kultur, die sehr lange zurückreicht in der Geschichte. Das heißt, wir reden über 2000 Jahre Geschichte in Deutschland. Wir haben ein kleines Land vergleichsweise auf der Karte, aber dafür sehr viel Historie, sehr viel schöne Landschaften, offene Leute. Wir sind Teil von Europa, ganz wichtig. Die Freiheit, würde ich mal ganz pauschal sagen. Dass man sehr frei ist, dass man sehr viele Entscheidungen selbst treffen kann und nichts aufgezwungen bekommt. Aha. Was magst du nicht an Deutschland? Das Wetter. Das schlechte Wetter im Winter. Yeah. Dude, that's the guy that said he liked the weather. Dude, the weather in Germany, woo! I don't know if it's different in different parts of Germany, but here in the south of Germany where I have been living, man, the last two German winters have been pretty rough. Das Wetter meistens. Dass die Leute jetzt vielleicht manchmal nicht so flexibel sind oder nicht. Dude, this guy is such a boss. Look at this guy's outfit. I need to copy this outfit. I like it. He looks like a German Indiana Jones. Dude, this guy's awesome. Entspannt, wie sie vielleicht manchmal sein könnten. Dude, the way this guy drinks his drink after every question has me cracking up. Look at this. Entspannt, wie sie vielleicht manchmal sein könnten. Manchmal sind wir etwas zu borniert, zu eng, zu wenig offen. Not und open enough. Dude, what's interesting is that multiple people said that a good thing about Germany is how open Germany is to people. And then multiple people said a not good thing about Germany is how not open Germans are to people. So there's two sides to every argument, I suppose. Alltag manchmal nicht freundlich. Interesting. Die Ernsthaftigkeit. Die Genauigkeit. Ja, dass manche keine Fremden mögen. True, true. There's definitely people in Germany that don't like foreigners. I've had a lot of them in my comments section already on this channel alone, let alone my other YouTube channel. But that's kind of unavoidable in every country though. Die vielleicht, das ist alles ein bisschen kompliziert und es könnte alles ein bisschen einfacher sein. Und halt auch die Ungleichheit, die nicht nur in Deutschland halt ist, sondern auch auf der ganzen Welt. Und in Deutschland ist es halt auch ein Thema und das könnte schon auch ein bisschen besser geregelt sein, dass halt alle mehr vom Guten, sag ich mal, vom Kuchen abbekommen, dass es gleicher verteilt wird. Das fände ich gut. Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, dieses Klein-Klein, Unfreundlichkeit. Wenn man von den Klischees spricht in Deutschland, dann kann das bedeuten, dass wir sehr streng sind, dass wir sehr organisiert sind, dass wir sehr, wir sagen in Deutschland, spießig sind. Aber man muss ein bisschen hinter die Kulissen schauen, um herauszufinden, dass das nicht so ist. Was mögen wir nicht an Deutschland? Okay. Ja. Okay. Überwiegend die S-Bahn. Diesen ständigen Pendelverkehr und ständig muss man umsteigen, weil wir fahren kein Auto. Wir sind immer mit den Öffentlichen unterwegs und von daher ist es sehr schlecht, mit den Öffentlichen irgendwo hinzukommen. Die Deutsche Bahn. Manchmal, wenn dann wieder irgendwelche Baumaßnahmen sind. Also das ist dann schon ein bisschen nervend, sagen wir mal so. Ne? Und dass es auch relativ hektisch okay. ist. I hear a lot about the German train system being late a lot and stuff. I still have yet to experience it myself though. Also kommt darauf an, wo man ist. Also Berlin ist eine sehr hektische Stadt. Andere Teile Deutschlands sind natürlich sehr schön und entspannt, ne? Also, ja. Okay. Es sind sehr viele sehr konservative Menschen und es gibt sehr viele Regeln und es ist manchmal sehr eng, aber trotzdem.
Ich mag nicht, dass viele Deutsche hingestellt werden, als wären sie immer sehr strikt oder so spießig oder so. Ja. Okay, okay. Leute, die ein bisschen bornierter sind, die vielleicht nicht so offen sind, nicht so tolerant sind, das ist dann die Kehrseite. Und das ist auch was, was halt manchmal präsent ist. Ja, ja, das Bürgeramt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Die Bürokratie funktioniert teilweise ganz gut, aber halt ein bisschen langsam. So. Ja. Definitely long. Langsam. Kultur, ganz die langsam. Mit Menschen verbunden wird und teilweise sehr, sehr wahr ist. Das mag ich nicht. Was mögen Deutsche an Deutschland? Sirin, welche Antwort hat dir am besten gefallen? Eine Dame hat mir antwortet, dass sie die Familie und die Sprache. Ja. Die Sprache? Ja. Die Deutschen finden ihre eigene Sprache am schönsten? Ja. Oh ja. Yeah. Das ist mir noch nicht untergekommen, diese Antwort. Was findest du denn schön an Deutschland? Ja, ich finde die öffentliche Verkehr sehr, sehr schön, sehr interessant. Public Transportation, sehr interesting. Heißt, ja, das heißt, man kann schnell von A nach B fahren. Haben wir gerade ein Video drüber gemacht. Öffentliche Verkehrsmittel sind sehr gut in Deutschland. Ja. Was gefällt dir noch an Deutschland? Die Leute auch. Ja? Ja, sie sind sympathisch und nett. Einige zumindest, ja. Viele. Nicht viele, aber am meisten. Die meisten, ja? Ja, die meisten, ja, sind nett. Whew! Oh man, that was actually very interesting to me. They said at the end there that one of the things that Germans love about Germany is the German language. And that is definitely a different mindset from what I would expect. It's not something that I would probably ever think of if somebody asked me, what do you like about America? And I would say, the language. So that's definitely different and interesting for me to see. The other thing that I think was interesting was how many people said that they liked how Germany was open and accepting of different people and cultures and whatever. But then a lot of other people said that it was basically the complete opposite, how they didn't like Germany being so closed off and so unwelcoming to other cultures and people and whatever. So it's like, depending on who you ask, some people think that Germany is really welcoming and open, and some people think that it's the complete opposite. And it's just like, well, which one is it? I guess the truth is somewhere in between. Like, every country is going to have crappy people. Every country is going to have really nice people. And you just have to try to find the nice people, I guess. Hopefully, that's what I'm doing here. Hopefully, you're some of the nice, accepting, warm, welcoming German people watching these videos. Right? At any rate, though, I'm curious what you guys have to think about this. What do you love and hate about Germany? Are any of the people in this video big stupid idiots? Am I the big stupid idiot in this video? Let me know in the comments below. If you enjoyed today's video, consider subscribing. We got new videos every single day. Also, check the links down in the description for all of my other social media, including my vlog channel. Thank you guys so much for being here, and as always, I'll see you guys tomorrow. Peace.